Dieser Wanzenfinder kann alle Geräte im Detektionsbereich von 50 MHz bis 6 GHz erfassen. Wenn Sie das Gerät einschalten, werden alle LEDs aufleuchten. Die LEDs werden nach und nach erlöschen. Dies ist der Selbsttest, um festzustellen, dass das Gerät einwandfrei funktioniert und für den Betrieb bereit ist. Das Gerät kann automatisch das Signal identifizieren und anzeigen, um was für ein Signal es sich handelt. Dies ist zum Beispiel eine analoge Minikamera und dies ist ein verstecktes Mikrofon. Wenn das Gerät eine analoge Funkkamera oder einen analogen Audiosender oder ein Mobiltelefon erfasst, leuchtet die gelbe LED auf. Wenn das Gerät digitale Signale wie WLAN, IP-Kameras oder digitale Funkkameras erkennt, leuchtet die blaue LED auf. Es gibt drei Warnmodi. Dies inkludiert Vibration, Piepton und Akustik. Dieses Gerät hat eine akustische Anzeige. Wenn das Gerät ein verstecktes Mikrofon erkennt und Sie wählen den Akustikmodus, dann können Sie in das Audiosignal hineinhören. Die Lautstärke kann mit dem Volume Controller geregelt werden. Das ist der Empfindlichkeitstuner. So können Sie die Empfindlichkeit regeln, um näher an die Signalquelle heranzukommen. Dieses Gerät wird keine Signale von Radiostationen als Fehlalarm melden. Radioprogramme werden Sie also nicht ablenken von der Suche nach Wanzen und anderen Geräten. Das sind die Kopfhörer. Sie können die Kopfhörer verbinden, um lautlos zu detektieren. Das Gerät hat einen Mini-USB-Port, um eine Powerbank anzuschließen für eine Langzeitnutzung. Dies war eine kurze Einführung zum Mini-Sender-Detektor, den Sie unter www.alarm.de erwerben können. Klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video, um mehr Informationen zum Produkt zu erhalten.